Also, ich wiederhole nochmal, Bewusstsein ist etwas anderes, als sich mal gelegentlich an etwas zu erinnern. Gelegentlich mal an etwas erinnern, das ist nicht das wirkliche Bewusstsein. Bewusstsein bedeutet etwas, was dich prägt. Ein Gedanke, der ständig da ist und dein Leben prägt. Weil ansonsten weiß nicht jeder, ich gebe euch ein Beispiel, eines der Dinge, die einen Menschen prägen können, einen Menschen zum Umdenken bringen können, ist zum Beispiel das Bewusstsein darüber, dass er sterben wird. So, hey, dieses Bewusstsein, dass ich sterben werde, kann mich extremst bewegen und antreiben. Es kann eine enorm starke Antriebskraft für mich sein, gewisse Dinge zu unternehmen. Aber gibt es einen Menschen, der nicht weiß, dass er sterben wird? Ich glaube, der Tod ist eine der größten Wahrheiten, über die niemand spekulieren kann. Jeder weiß es, gläubig oder ungläubig, was auch immer, welche Religion er auch hat, religionslos, gottlos, jeder weiß, dass er sterben wird. Aber das prägt nicht jeden. Denn das bloße Wissen ist nicht die Bewusstheit. Die Bewusstheit nochmal ist etwas, was dich begleitet, ständig vor deinen Augen ist. Es ist der Antrieb, der dich bewegt. Das ist der Unterschied. Und deswegen sagte, ich glaube, es war Hassan al-Basri, er sagte, es gibt nichts auf der Welt, was zugleich eine so große Realität, ein Fakt ist, aber gleichzeitig etwas ist, was so scheint, als wäre es etwas, worüber die Menschen zweifeln. Das ist, er sagte, der Tod.